بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich freue mich wieder hier sein zu können. Ich hoffe auch, ihr hattet eine schöne Sommerzeit. Vielleicht waren auch einige von euch verreist gewesen. Und ich hoffe, dass ihr euch inshallah ta'ala dann auch erholen konntet. Und wir wollen inshallah ta'ala jetzt nach einer längeren Urlaubspause unsere Reihe fortführen und auch zum Ende bringen über die Zeichen des jüngsten Tages. Wir hatten ja über mehrere Monate, kann man schon fast sagen, hinweg uns sowohl mit den kleinen Zeichen als auch mit den großen Zeichen des jüngsten Tages beschäftigt gehabt. Und wir sind mittlerweile zu den großen Zeichen gelangt. Und wir haben bisher von den großen Zeichen über den Al-Masih al-Dajjal gesprochen gehabt und über die das wieder herabkommen von Isa alayhi salam. Und wir haben relativ ausführlich auch über den Dajjal gesprochen gehabt und auch über Isa alayhi salam gesprochen gehabt, aber haben gleichzeitig, was Isa alayhi salam betrifft, aufgezeigt, dass Isa alayhi salam ein Bindeglied ist zwischen zwei großen Zeichen. Und zwar einmal dem Zeichen des Al-Masih al-Dajjal, weil er nämlich derjenige sein wird, der den Masih al-Dajjal töten wird, wie wir es aufgezeigt haben. Aber auch gleichzeitig einem weiteren Zeichen, nämlich das Erscheinen und das Herauskommen von zwei Völkern mit den Namen Ya'juj und Ma'juj. Man nennt das auch auf Deutsch Gog und Magog. Gog und Magog. Und all das geschieht in der Zeit, wo Isa alayhi salam herabkommen wird. Erst kommt der Dajjal herab, daraufhin Isa, der ihn töten wird. Und während Isa alayhi salam unter den Menschen weilt, werden diese beiden Völker herauskommen und erscheinen und alles zerstören, was ihnen in den Weg kommen wird. Sodass nicht einmal Isa alayhi salam mit den Gläubigen dagegen irgendetwas tun kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht über dieses Zeichen von Ya'juj und Ma'juj auch im Koran. Einmal in Surat Al-Kahf und einmal in Surat Al-Anbiya. Es handelt sich also nicht nur um ein Zeichen, welches wir in der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam finden, wie das Zeichen vom Al-Masih al-Dajjal, sondern es handelt sich um ein Zeichen, welches Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Und das Zeichen von Ya'juj und Ma'juj ist an eine sehr, sehr bekannte Geschichte gebunden und mit ihr verknüpft, welche Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran erzählt. Und damit wir überhaupt verstehen können, wer diese beiden Völker sind und um was es sich eigentlich bei diesen beiden Völkern handelt, müssen wir uns zunächst erst einmal mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Und zwar berichtet Allah subhanahu wa ta'ala im Koran von einem Herrscher mit dem Namen Dhul-Qurnayn. In Surat Al-Kahf, die letzte von vier Geschichten, welche Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura erwähnt hat. Und wir wissen ja, dass Surat Al-Kahf eine Sura ist, in der es um die unterschiedlichsten Formen von Versuchungen geht. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, dass eine der Schutzmechanismen gegen den Al-Masih Dajjal, welches ist, nämlich die ersten oder die letzten 10 Verse von Surat Al-Kahf auf den Masih al-Dajjal zu rezitieren, wenn er erscheinen sollte. Mit anderen Worten, Allah subhanahu wa ta'ala, er bewahrt dich
Wenn du diese ersten 10 Ayat auswendig kannst und sollte der El-Masih Dajjal erscheinen, dann auf ihn liest. Und wir haben da auch erklärt gehabt, was der Grund ist. Der Grund ist, dass Surat Al-Kahf die Sura ist, in der es um diese unterschiedlichen Formen von Versuchungen geht. In der ersten Geschichte mit den Leuten von der Höhle um die Versuchung der Unterdrückenden der Religion. In der zweiten Geschichte, wo es um den Mann mit den zwei Gärten geht, um die Versuchung des Vermögens. In der dritten Geschichte von Musa und Al-Khidr um die Versuchung der Schicksalsschläge, aber auch um die Versuchung des Wissens. Und in der vierten Geschichte, die jetzt für uns wichtig ist, geht es um die Versuchung der Macht. Dhul-Qarnayn, dem Allah subhanahu wa ta'ala alles gegeben hat, was man sich als Herrscher wünschen kann. Absolute Macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er leitet diese Geschichte in Surat Al-Kahf mit folgenden Worten ein. Direkt nach der Geschichte von Musa und Al-Khidr. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Und sie fragen dich nach Dhul-Qarnayn. Sag, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet uns etwas über diesen gewaltigen Herrscher. Warum? Weil nämlich die Juden den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nach ihm befragt hatten. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann auch in Medina ankam, da wollten die Juden den Propheten sallallahu alaihi wa sallam prüfen. Und sie befragten ihn unter anderem auch nach Dhul-Qarnayn, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dann diesen Abschnitt im Koran herabgesandt hat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bevor wir jetzt auf Ya'juj und Ma'juj eingehen und die Geschichte von Ya'juj und Ma'juj mit Dhul-Qarnayn, stellt sich zunächst erst einmal die Frage, wer war überhaupt dieser Dhul-Qarnayn? Ja, was bedeutet denn überhaupt sein Name Dhul-Qarnayn? Was bedeutet das eigentlich? Kennt jemand von euch die Bedeutung dieses Wortes oder dieses Namens, dieses Titels? Das ist eher ein Titel. Was bedeutet das eigentlich? Dhul-Qarnayn. Der mit den zwei Hörnern. Der mit den zwei Hörnern. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum hieß er so? Wer ist das überhaupt? Und es gibt hier sehr, sehr viele Spekulationen. Wer dieser Herrscher gewesen ist, der den Osten und den Westen beherrscht hat. Ich meine, das muss ein gewaltiger Herrscher gewesen sein. Den Juden muss er bekannt gewesen sein, weil sie haben nach ihm befragt. Und jetzt gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Namen, die hier fallen. Und es gibt einige Namen, die man von vornherein ausschließen kann. Und zwar aus einem einzigen Grund. Weil nämlich Dhul-Qarnayn laut dem Koran jemand ist, der an Allah geglaubt hat. Jemand gewesen ist, der sich für die Gerechtigkeit eingesetzt hat. Für die Moral, die Akhlaq eingesetzt hat, der an der Seite der unterdrückten Völker gestanden hat. Und demnach ist gleich eine Person auszuschließen, welche sehr häufig in diesem Kontext erwähnt wird. Und zwar gibt es einige der Koran-Exegeten, welche behauptet haben, es handele sich dabei um Alexander den Großen, Alexander von Makedonien, der ohne Zweifel ein gewaltiger Herrscher gewesen ist, aber alles andere als gläubig war, der viel Götterei betrieben hat. Und es wird auch gesagt, dass er homosexuell gewesen ist, etc. Also stimmt alles nicht unbedingt überein mit der Vorstellung, die wir hier im Koran haben. Und dementsprechend ist Alexander von Makedonien zunächst erst einmal auszuschließen. Es gibt aber einige andere Namen, die in Frage kommen würden und die auch genannt werden in diesem Kontext. Ich erwähne mal kurz einige Namen und werde dann aber auf die beiden Namen eingehen, die am ehesten zutreffen können. Und zwar wird von manchen gesagt, es handele sich um einen himyaritischen Herrscher. Wer sind die Himyariten gewesen? Die Himyariten sind
ein arabischer Stamm gewesen, Himyar, die sehr gewaltig gewesen waren vor dem Islam und die im Süden der arabischen Halbinsel gelebt haben. Und manche haben spekuliert und gesagt, es könnte einer dieser himyaritischen Herrscher gewesen sein. Manche sagen, es handelte sich um einen sumerischen Herrscher, Gilgamesch, der circa vor 5000 Jahren gelebt hat und der ebenfalls sehr gewaltig gewesen war. Und dadurch, dass er in Sumer war, das heißt das heutige Zweistromland, das heutige Irak, der heutige Irak, ja, wo ja zwei Ströme sind, kann man auch sagen, dass er der mit den beiden Hörnern ist, weil sie auch häufig als Hörner dargestellt wurden. Allahu a'lam. Manche sagen, es ist der ägyptische Pharao Echnaton, der auch unter anderem zum Tauhid aufgerufen hat. Und jetzt kommen aber zwei Persönlichkeiten, die am ehesten in Frage kommen. Und zwar handelt es sich hierbei um zwei persische Herrscher. Der eine ist Kyros II., der ca. 550 v. Chr. Gelebt hat. Ja? Und der andere, der von vielen als der Dhulqarnain genannt wird, ist Darius I., der ca. 486 v. Chr. Gestorben ist. Und Darius I. ist noch gewaltiger gewesen als Kyros II. Und es wird von ihm auch einiges überliefert, auch einige, sage ich mal, Handschriften werden überliefert, was er unter anderem alles geglaubt hat und was er auch alles eingeführt hat. Und hier möchte ich nur mal kurz ein Zitat oder zwei Zitate von ihm erwähnen, die unter anderem auch an das erinnern, was Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Kahf über Dhulqarnain gesagt hat. Nach dem Willen des allweisen Herrn Ahura Mazda bin ich so geartet, dass ich das Recht liebe, das Unrecht hasse. Genauso wie Dhulqarnain. Ich will nicht haben, dass der Schwache den Starken wegen Unrecht erleide. Aber ich will auch nicht haben, dass der Starke des Schwachen wegen Unrecht erleide. Was Recht ist, daran habe ich Gefallen. Einem Lügenknecht bin ich nicht Freund. Ich bin nicht jähzornig. Und wenn es in mir kocht, bezwinge ich meinen Zorn. Alles gute Eigenschaften. Ich beherrsche meinen eigenen Sinn fest. Wer sich einsetzt, dem lohne ich es nach Verdienst. Genauso wie es Allah Ta'ala in den Ayat sagt. Wer Schaden stiftet, dem bestrafe ich nach dem Schaden, den er angerichtet hat. Ich will nicht haben, dass ein Mann Schaden stiftet und noch weniger, dass er, so er Schaden stiftet, nicht bestraft würde. Was ein Mann gegen einen anderen vorbringt, das ist mir nicht eher glaubhaft, bis ich mir die Aussage beider angehört habe. Also jemand, der sich für was einsetzt? Jemand, der sich für die Gerechtigkeit einsetzt. Und, das ist auch sozusagen das, was ich schon diesbezüglich habe an auch Zitaten. Und das klingt sehr, sehr ähnlich dem, was wir auch in Surat Al-Kahf haben von Dhulqarnain. Und wir hören uns mal ganz kurz die Ayat an, inshallah, um dann überzugehen auf Ya'juj und Ma'juj. Allah Ta'ala, er sagt, إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Da verfolgte er einen Weg. Mit anderen Worten, wir haben ihm die Fähigkeit gegeben, bestimmte Dinge zu tun, und er hat diese Fähigkeit genutzt. Das Problem ist, viele Menschen heutzutage, Allah Ta'ala, er hat ihnen Mittel gegeben, aber sie nutzen diese Mittel nicht. Und das ist ein großes Problem. Wenn dir Allah Ta'ala ein Mittel gibt und du es nicht nutzt, dann ist es deine Schuld, dass du es nicht genutzt hast. Und dann musst du am Ende dich selbst tadeln und nicht die Menschen um dich herum und schon gar nicht Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und dann erzählt Allah Subhanahu wa Ta'ala nun von seinen Reisen. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Bis als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte, er fand, dass sie in einer schlammigen Quelle unterging, und er fand bei ihr ein Volk. Wir sagten, O Dhulqarnain, entweder strafst du sie oder du behandelst sie mit Güte. Und das ist die Antwort von Dhulqarnain, ähnlich wie das, was wir gerade gehört haben, im Zitat von Darius dem Ersten. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Er sagte, was nun jemanden angeht, der Unrecht tut, so werden wir ihn strafen.
Hierauf wird er zu seinem Herrn zurückgebracht und er straft ihn dann mit entsetzlicher Strafe. Was aber jemanden angeht, der glaubt und rechtschaffen handelt, für den wird es als Lohn das Beste geben und wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was Erleichterung bringt. Ja, also, ja, wir stehen an der Seite der Gerechten. Und wir stellen uns gegen die Ungerechten. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Hierauf erfolgte er einen Weg. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ فِي عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. Bis als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte, er fand, dass sie über einem Volk aufgeht, denen wir keine Deckung vor ihr gegeben hatten. كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا. So war es und wir haben ja umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft. Also zu einem anderen Ort ist er gelangt. Er hat wirklich einen Großteil der Welt, der damaligen Welt, bereist und auch beherrscht. Und jetzt kommt ja das, was für uns wichtig ist. Nämlich Ya'juj und Ma'juj in seiner dritten Reise. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Hierauf verfolgte er einen Weg. حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. Bis als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, er diesseits von ihnen ein Volk fand, das beinahe kein Wort verstand. Also er gelangt jetzt an einen Ort, wahrscheinlich irgendwo im Osten, wahrscheinlich irgendwo in Asien, wo er auf ein Volk traf, mit dem er sich nicht verständigen konnte. Er hatte auch keine Dolmetscher mehr, die die Sprache gesprochen haben, damit sie für ihn übersetzen können. Aber sie haben versucht, sich mit Händen und Füßen in irgendeiner Weise zu verständigen. Qalu, sie sagen. Und im Übrigen, Qalu im Arabischen muss nicht immer bedeuten, mit der Zunge sprechen, sondern kann auch bedeuten, ein Zeichen geben, Zeichensprache. Das finden wir auch häufig in Hadithen, ja, dass dann sozusagen das Wort Qala verwendet wird, aber nicht in Bezug auf ein Wort, sondern in Bezug auf ein Zeichen, was man gibt. Qalu ya dhal qarnayn. Sie sagten, o dhal qarnayn, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj und ma'juj, hier kommt jetzt der Name dieser beiden Völker, mit denen wir uns beschäftigen, stiften Unheil auf der Erde. Fahal naj'alu laka kharjan? Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? Und jetzt antwortet, ja, Fulqarnayn. قال ما مكنني فيه ربي خير. Er sagte, was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser als eure Gebühr. Doch helft mir mit eurer Arbeitskraft, damit ich zwischen euch und ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. فَأَعِنُونِ بِقُوَّةٍ أَجَعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ رَدْمًا. Und jetzt baut er diesen Wall. Allah Ta'ala, er sagt hierüber, أَعْتُونِ زُبَرَ الْحَدِيدِ. Bringt mir die Eisenstücke. حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا. Als er nun zwischen beiden, den beiden Berghängen gleich hoch aufgeschüttet hatte, sagte er, blast jetzt. Hatta idha ja'alahu nara, qala atuni ufrigh 'alayhi qitra. Als er zum Glühen gebracht hatte, als er es zum Glühen gebracht hatte, sagte er, bringt mir, damit ich es darüber gieße, geschmolzenes Kupfer. Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. So konnten sie ihn weder überwinden, noch konnten sie ihn durchbrechen. Wer? Ya'juj und Ma'juj. Und jetzt sagt Zulqarnayn folgendes. قال هذا رحمة من ربي. Er sagte, das ist eine Barmherzigkeit von meinem Herrn. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn in sich zusammensinken. وكان وعد ربي حقا. Und das Versprechen meines Herrn ist wahr. Okay. Wir haben jetzt diese Geschichte von Ya'juj und Ma'juj. Und wir haben jetzt diesen Wall, den Ya'juj und Ma'juj errichtet hat. Und wir haben jetzt folgende Informationen über Ya'juj und Ma'juj. Es handelt sich um zwei Völker, welche was getan haben, Unheil gestiftet haben. Und welche anderen Völkern Unrecht getan haben.
Was hat Dhul-Qurnayn getan? Er hat einen Wall errichtet, sodass diese beiden Völker nicht mehr die Möglichkeit haben, dieses Unrecht auszuüben. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und auch der Koran an anderer Stelle in Surat al-Anbiya, sie sprechen jetzt ebenfalls über diese beiden Völker, Ya'juj und Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, dass eine Zeit kommen wird, wo Ya'juj und Ma'juj von jedem Ort her herunterkommen werden, von jeder Anhörung herunterkommen werden. Und zwar vor dem jüngsten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt das ja auch hier in Surat al-Kahf, wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn, also diesen Wall, in sich zusammensinken und das Versprechen meines Herrn ist wahr. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat einmal zu den Sahabe Folgendes gesagt. وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ يَقْتَرَبْ. Wehe den Arabern vor einem Übel, was nahe gekommen ist. Einem Übel, was nahe gekommen ist. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war gerade an diesem Abend bei Zainab bint Jahsh radiallahu anha und er stand plötzlich auf sozusagen aus dem Schlaf und sagte La ilaha illallah, so fängt der Hadith an. La ilaha illallah. Waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab. Wehe den Arabern vor einem Übel, was nahe gekommen ist. Futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi. Heute wurde von dem Wall von Ma'juj und Ma'juj so viel geöffnet. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam machte dieses Zeichen. Also es entstand an diesem Tag ein Loch genau in diesem Wall. Und daraufhin fragte dann Zainab bint Jahsh den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Ya Rasulallah, anuhliku wa fina assalihun? O Gesandter Allahs, werden wir denn untergehen und vernichtet werden, während unter uns fromme Menschen sind? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete, Naam, idha kathur al-khabath. Ja, wenn sehr viel Unheil sich verbreitet, Schlechtes und Böses sich verbreitet unter den Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat also etwas prophezeit. Das, was auch schon im Koran steht. Dass eines Tages dieser Wall, den Dhul-Qurnayn errichtet hat, zusammenbrechen wird. Und in seiner Zeit gab es schon die ersten Risse. Die Frage, die sich aber immer noch stellt, ist, wer sind eigentlich diese Völker? Ja, Ya'juj und Ma'juj. Und hat das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam da eigentlich prophezeit hat, schon stattgefunden oder nicht? Oder wird es noch stattfinden? Und wer sind dann die Völker, welche dann in der Zeit von Isa alaihi salam die Welt zerstören werden? Und könnte es sein, dass es vielleicht sogar zwei Wellen gab von Ya'juj oder Ma'juj oder nicht? Es gibt gerade, wenn es um Ya'juj und Ma'juj geht, sehr viel Spekulation. Weil weder der Koran noch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ganz genau sagen, wer sie sind. Wir wissen nur, es sind sehr, sehr viele. Unglaublich viele. Und wir wissen, es sind Völker, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und vor der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam existiert haben müssen. Aber wer sind diese Völker? Viele haben heutzutage die Vorstellung, dass sie Ya'juj und Ma'juj Völker sind, von deren Existenz wir heutzutage nichts wissen. Und es gibt die wirklich unvorstellbarsten Vorstellungen oder unglaublichsten Vorstellungen davon, wer Ya'juj und Ma'juj sind. Es gibt manche, die sagen, sie leben in irgendeiner Weise unter der Erde. Ja, oder wir haben sie noch nicht entdeckt.
oder irgendwie, weiß ich nicht, an einem Ort auf der Welt, an den Satelliten nicht gelangen können oder die Satelliten nicht beobachten können. Wir wissen es nicht genau. Aber wir werden versuchen, inshallah ta'ala, ein bisschen Licht genau in diese Thematik zu bringen. Und zwar gehe ich davon aus, wallahu alam, wie es einige Gelehrte auch dann versucht haben zu sagen, dass wenn wir von Ya'juj und Ma'juj sprechen, dass wir zunächst erst einmal von einem Ereignis sprechen, was schon stattgefunden hat. Was nicht heißt, dass es nicht nochmal stattfinden wird, aber vielleicht nicht von denselben Menschen. Ya'juj und Ma'juj sind eindeutig erst einmal Kinder Adams. Das sind nicht irgendwelche Außerirdischen, sondern es sind eindeutig Menschen. Menschen so wie du und ich. Menschen, die aus Fleisch und Blut bestehen. Und es gab ein Ereignis in der islamischen Geschichte, bei dem wir davon ausgehen müssen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau dies meinte, als er gesagt hatte, La ilaha illallah, waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab. Welches Ereignis war das gewesen? Es war das Ereignis der Mongolensturm gewesen. Das Ereignis des Mongolensturms. Im 7. Jahrhundert nach der Hijra unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam es zu einem gewaltigen Ereignis, welches nicht nur die muslimische Welt, sondern die gesamte damalige Welt, die uns bekannt gewesen war, ganz Asien bis nach Europa und Afrika, also an die Grenzen von Europa und Afrika, erschüttert hat. Und zwar waren es die Mongolen gewesen, welche wie aus dem Nichts gekommen sind und wirklich die gesamte Welt, ganz Asien, überrannt haben. Und für die Araber und die Muslime eines der größten Unglücke überhaupt in ihrer Geschichte darstellen sollten. Es gab kein Unglück, was so gewaltig gewesen ist, wie das Unglück des Mongolensturms. Heutzutage hören wir ja immer wieder von was? Wir hören immer wieder von den Kreuzzügen. Die Kreuzzüge sind im Vergleich zum Mongolensturm nichts gewesen. Rein gar nichts. Deswegen sehr, sehr interessant, die Historiker, die während der Zeit der Kreuzzüge gelebt haben, die haben kaum über die Kreuzzüge geschrieben. Aber in der Zeit des Mongolensturms haben sie sehr ausführlich über den Mongolensturm geschrieben. Was bedeutet? Dass die Kreuzzüge für die Muslime zwar auch ein wichtiges Ereignis gewesen sind, aber bei weitem nicht so gewaltig und nicht so wichtig wie der Mongolensturm. Der Mongolensturm hat im wahrsten Sinne des Wortes die Weltkarte verändert. Hat ein Weltreich, was mehrere Jahrhunderte bestanden hat, von einem Tag auf den anderen abgeschafft. Welches Weltreich war das gewesen? Welche Dynastie, muslimische Dynastie, welches muslimische Reich herrschte zu diesem Zeitpunkt des Mongolensturms? Die Abbasiden. Jahrhundertelang ein gewaltiges Reich. Aber von einem Moment auf den anderen wurde das abgeschafft. Der Kalif wurde in Bagdad ermordet. Bagdad wurde geplündert. Von einem Moment auf den anderen war das Wissen, was die Muslime für die Welt zur Verfügung gestellt haben, verschwunden, vernichtet. Die Bücher, sie waren nur noch, ja, also zum Verbrennen da gewesen und sie wurden in den Euphrat geworfen, sodass der Euphrat komplett schwarz wurde durch die Tinte dieser Bücher. Man kann sich das nicht vorstellen, aber es muss wie ein Weltkrieg gewesen sein, der alles zerstört hat. Ja, wie ein Weltkrieg, der alles zerstört hat. Ja, von einem Moment auf den anderen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ja auch gesagt, ja, wann das passieren wird. Es wird in der Zeit passieren, wo sich sehr viel Schlechtes verbreiten wird. Und in dieser Zeit hat sich wirklich in der islamischen Welt sehr viel Schlechtes verbreitet. Die Muslime waren gespaltet gewesen, ähnlich wie heute, subhanallah. Ja, es gab sehr viele irre Lehren, die sich verbreitet haben unter den Muslimen. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dann diese Prophezeiung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Mitte des 7. Jahrhunderts nach der Hijra wahr werden ließ. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ja diese Menschen beschrieben. Und er hat sie genau beschrieben, wie sie auch gewesen sind. Und zwar hat er sie beschrieben, dass sie Gesichter haben, die ähnlich sind wie ein Schild. Und dass sie Schuhe tragen aus Fell.
Und er hat ihre Nase und ihre Augen beschrieben, dass sie sozusagen Augen haben wie die Asiaten. Und dementsprechend, es trifft genau darauf zu. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass zunächst erst einmal eine Prophezeiung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Bezug auf Ya'juj und Ma'juj wahr geworden ist. Es stellt sich aber natürlich eine Frage, gut, ist das genau dasselbe, was in der Zeit von Isa alaihi salam geschehen wird? Nein. Wir haben jetzt authentische Hadithe unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, welche über die Zeit von Isa alaihi salam sprechen. Und wo Isa alaihi salam leben wird und dann plötzlich wieder eine Horde von Menschen über die Welt streifen wird und alles vernichten wird, was vor ihnen ist. Schauen wir uns einige dieser Überlieferungen an aus der Zeit von Isa alaihi salam, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darüber spricht, wie die Menschen zur Zeit von Isa alaihi salam dann überrascht werden von diesen Horden. Und zwar spricht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darüber, dass die Zeit von Isa eine Zeit sein wird, in der es den Menschen sehr gut gehen wird. Wir wissen nicht ganz genau, wann das sein wird, ob vor Ya'juj oder Ma'juj oder nach Ya'juj und Ma'juj. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam allgemein darüber redet. Aber, wie gesagt, während Isa alaihi salam dann mit dem Muslim zusammen ist und dann herrschen wird, erscheinen plötzlich diese Horden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt Folgendes. Während ihr euch, und er spricht jetzt über die Zeit von Isa alaihi salam, und er spricht zu den Muslimen, während ihr euch in diesem Zustand befindet, also Isa alaihi salam ist unter euch, der Dajjal wurde getötet, es geht euch gut, wird Allah Isa offenbaren. Ich habe veranlasst, dass einige meiner Diener hervortreten werden, gegen die niemand kämpfen kann. Niemand. Gegen die Tataren und die Mongolen haben die Muslime gekämpft. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie dann in der Schlacht von Ain Jalut zum Sieg geführt. Aber gegen Ya'juj und Ma'juj, die dann am jüngsten Tag kommen werden, oder vor dem jüngsten Tag, kann niemand kämpfen. Nicht einmal der Prophet Isa alaihi salam. Ich habe veranlasst, dass einige meiner Diener hervortreten werden, gegen die niemand kämpfen kann. Deshalb bringen meine Diener an einen sicheren Ort, At-Tur. At-Tur ist welcher Berg? Was ist an At-Tur passiert? Wo ist At-Tur? Nein, At-Tur ist ja der Ort, an dem Musa alaihi salam seine Offenbarung erhalten hat in Sinai. Und dann wird überliefert, Allah wird Gog und Magog entsetzen, also Ya'juj und Ma'juj. Sie werden von jeder Anhöhe ausschwärmen, so wie es der Koran gesagt hat. Der erste von ihnen wird am See Genezareth vorbeikommen. Das ist der Buqayr al-Tabariya, der sich in Palästina befindet, Der erste von ihnen wird am See Genezareth vorbeikommen und trinken, was darin ist. Und der letzte von ihnen wird daran vorbeikommen und sagen, hier war mal Wasser. Allahu Akbar. Sie werden alles zerstören. Jegliche Form von Vegetation wird zerstört werden. Jeder Mensch, der ihnen entgegnen wird, er wird umgebracht werden, sodass nicht einmal Isa alaihi salam und die Gläubigen eine Chance haben werden. Wer sind diese Menschen? Subhanallah. Wie zahlreich sind diese Menschen? All diese Dinge, insha'Allah ta'ala, wie dann auch Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen dann vor Ya'juj und Ma'juj schützen wird und welche Interpretationen es für Ya'juj und Ma'juj gibt, wer sie sein könnten, das werden wir insha'Allah ta'ala dann ganz in Ruhe in der kommenden Woche besprechen, insha'Allah ta'ala. Bi'iznillahi azza wa jalla, da gibt es noch einige sehr, sehr interessante Überlieferungen. Die hören sich an wie ein Science-Fiction-Film, muss man ganz offen sagen. Ja? Aber subhanallah, wir werden auch einige Interpretationen finden, die auch wie ein Science-Fiction-Film klingen, aber die heutzutage gar nicht mehr so unrealistisch sind. Aber dazu dann mehr in der kommenden Woche, insha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal asr,
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.